Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind in Kalthafen mal wieder und wir sollen Saisahan befreien, der scheinbar gequält wird, weil der möchte ja, der hat immer noch nicht rausgerückt, wo der Ring der... Ach, das ist er ja schon. Sagt es mir, oder ich werde euch mit eurem eigenen Schwert aufschlitzen. Den Doppelgänger besiegen, das wird ja sehr interessant. Mal, kann ich da gleich mal direkt... Hui! Das ist ja gar kein Doppelgänger, vielleicht ist das ja das Original. Werde Zeuge der tödlichen Macht. Warte, ich kann meiner finsteren Schwert. Der fängt gerade eigentlich... Ich kann ja... Ach, warte, er kann ja... Ich glaube, noch eine Waffe draußen. Oha. Ich habe ein lustiges Putzschild. Ich sollte aber vielleicht trotzdem mal meine andere Waffe rausholen. Oh, ich habe gar keinen Heiltrank ausgerüstet. Das ist ja schlecht. Na gut, dann hinfort mit dir, so komisches schwertheiligen Dingsbums. Was zur Hölle macht eigentlich Lyris? Lyris, du sollst hier Leute umhauen. Ah. Lyris ist wieder nicht zu gebrauchen, oder? Ich hab doch wieder Ult. Muss ich mich doch gar nicht mit den Leuten hier rumärgern. Kann ich einfach weghauen. Werde Zeuge der tödlichen Macht meiner finsteren Schwertsänger. Was ist denn? Er hat Schwert. Er hat Skelettschwertheiligen erschaffen. Wie stark können die schon sein, oder hin? Das? Der Doppelgänger von Tarn, der geht. Ich glaube, ich bin jetzt schon sehr viel widerstandsfähiger als vorher, weil so wie ich hier gerade spiele, ich renne gerade rum wie der letzte Trottel. Ich meine, ich wäre sonst schon tot gewesen, weil ich glaube, jedes Ausrüstungsstück, was ich habe, macht mehr Lebenspunkte. Das macht sich schon bemerkbar. Was wollt ihr denn noch? Wie rührend. Deine Freunde sind hier, um dich zu retten. Schade, dass sie zu spät gekommen sind. Ja. Es ist Zeit für die nächste Runde Qualen. Du wirst es genießen. Wer war das denn jetzt? Ach, guck mal, hier hängen immer lustige Schwerter an der Wand. Was haben wir hier? Schwert. Möchte ich garantiert nicht mitnehmen. Ich würde gerne die da oben, die Verzierten, mitnehmen, wenn es geht. Was haben wir hier noch schön? Bevor ich hier mit Lyris rede, gucken wir uns... Hey, Lied der Verzweiflung. Erinnerung an Wissen, dem Schicksal enthält, die Zerstörung aller jener, deren Geduld genug fehlt. Die Königin der Rosen herrscht am Abend, im Morgen, den Dieben der Nacht noch das Dunkel gehört. Das Netz der stillen Spinne bringt Kummer und Sorgen, grüner Drachenodem, Wolke und Teich zerstört. Der gebrochene Eid, des Verräters Plan, des Jägers Horn und spitzer Spieß. Schmiedenwünsche packte die Enden im Wahn eines jeden, der sich auf all das einschließt. Das Leben vereitelt des Todes Gericht, als süßes Lust sich findet ein Teich voll Blut. Entflieht dem Fluch, beweint ihn nicht, wenn Albträume kommen in wahrer Flut. Krankheit und Seuche sehe ich das Ende, wenn gelenkt durch des Zwisters erntetüchtige Hände. Ich sollte vielleicht das so sprechen, dass es sich reimt und nicht einfach so vorlesen. Gantilons Briefwechsel. Hey, Zerstörungsstäbe, das ist schön. Noch mehr Briefe, die könnt ihr euch von mir aus alle auf YouTube durchlesen, wenn ihr unbedingt wollt. Das ist eigentlich voll doof. Ich zeige mal, ich mache mal die ganzen Bücher für die Leute, die es interessiert, immer schön auf YouTube. Ich lese die alle selber nicht, weil natürlich gucke ich mir die Folgen nicht nochmal komplett an, um hier mal kurz alle Bücher durchzugehen. Das würde auch viel zu viel Zeit kosten. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Richtige Foltertechniken, Band 13. Es gibt 12 andere Bücher über richtige Foltertechniken. Oder lesen wir mal durch, was steht denn hier alles? Ich lese mal vor, das könnte ja interessant sein. Hallo Piranha. Björn, ist was von dem blauen Zeug in deinem Inventar? Ja, stimmt, das wäre meine Idee. Von der Herzogin der Pein, ach, die hat wahrscheinlich auch gerade gesprochen. Auf das Scheitern konzentrieren. Schmerz kann bei der Folter Sterblicher ein effektives Mittel sein. Aber ihm wohnt zwangsläufig ein Nachteil inne. Er vergeht. Ein Scheitern andererseits hält eine Ewigkeit. Während seiner kurzen Lebensdauer versucht sich jeder Sterbliche beim Streben nach Größe zwangsläufig an Dingen, die jenseits seiner körperlichen Fähigkeiten liegen. Sterbliche bezeichnen diese Eigenart als Ehrgeiz und so führen Komplikationen, die durch übertriebenen Eifer, Überanstrengung, Fehleinschätzung oder einfach nur Pech verursacht werden, am Ende immer zu einem katastrophalen Scheitern bei ein oder mehreren dieser Dinge. Die Schmach und Selbstvorwürfe, die daraus entstehen, brennen sich oft auf ewig in den Geist der Sterblichen ein und plagen ihn bis ans Ende seiner Tage. Ein Scheitern, das natürliche Nebenprodukt des Ehrgeizes der Sterblichen, kann daher einer der mächtigsten Waffen im Werkzeugkasten eines Foltermeisters sein. Sterbliche wollen nicht an ihr Scheitern und ihren unerfüllten Ehrgeiz erinnert werden und setzen dafür ihren freien Willen großzügig ein. Wenn man einen Sterblichen mit seinen Scheitern konfrontiert hat, dies verheerende Auswirkungen auf seinen Stolz. Eine bedauernswerte Eigenschaft, mit der sich der Einzelne vormacht, eine einzigartige und herausragende Persönlichkeit in einem gewaltigen, bedeutungslosen Universum zu sein. Wenn der Stolz eines Sterblichen angegriffen ist, erleiden sämtliche andere Qualitäten, über die er vielleicht verfügt, in seiner Selbstwahrnehmung erheblichen Schaden. Und dann fängt er an, sich selbst im Geist zu martern. Eine der elegantesten und effektivsten Möglichkeiten, den Geist eines Sterblichen zu brechen, ist das andauernd sich immer wiederholende Besprechen der Ereignisse, die er als sein verheerendstes Scheitern und seine schlimmsten Unzulänglichkeiten betrachtet. Indem man diese Ereignisse betont, übertreibt und bis zu einem gewissen Maß sogar verzerrt, kann man eine Situation erzeugen, in der sich seine eigene Selbstverzweiflung und die Frustration nach innen kehren und so der Geist, Körper und Seele des Sterblichen verzehren.
Obwohl es mehr Mühe und Zeit in Anspruch nimmt als reine körperliche Folter, wird das täglich erzwungene Durchgehen des Scheiterns des Sterblichen am Ende seinen Willen brechen, ohne dass so Methoden mit Gewalt und Blutvergießen gegriffen werden muss, die durch erhöhten Reinigungsaufwand und das Entfernen vertrockneter Leichen zu zusätzlichen Kosten führen können. Seit wann machen sich Dedra Sorgen um... Oh, ein sterbliches Blutband 2. Ich kenne nur Band 1. Seit wann machen sich Dedra Sorgen um Reinigungskosten? Also... Kosten wie Geld, meine. Achso, ich sollte das blaue. Ich sollte das blaue Zeug mit dem Inventar nach dem Dialog lassen. Er war genau hier. Wir hatten ihn. Wir waren so dicht dran. Ja, warum sorgst du nicht genau das da? Tarn hat Sai immer verspottet. Er machte ständig Witze auf seine Kosten. Sai hat nie darauf reagiert, aber ich weiß, wie tief es ihn getroffen hat. Die Dedra müssen das gespürt haben. Aber ein Gutes hat das Ganze. Es hat wesentlich mehr Spaß gemacht, einen Doppelgänger zu erschlagen, der aussieht wie Tarn. Ja, also was da sein oder Schwertsänger? Die Schwertsänger sind legendär. Sie waren eine Gruppe rotwardonischer Schwertmeister, die in der ersten Ära vom yokudanischen Kaiser Hira ausgelöscht wurden. Oha. Sahan verbrachte Jahre mit dem Versuch, ihre verlorene Kunst wieder aufleben zu lassen, doch er hatte keinen Erfolg. Das betrachtete er als sein größtes Scheitern. Oha, die Doppelgänger, ja, das haben wir auch gerade gelesen, wir haben noch gerade die Literatur dazu gelesen, die Sie sehen. Und er nahm Tarns Gestalt an, weil dieser ein vertrauter Rivale war, den Sai insgeheim verabscheute. Stellt euch nur vor, wie es sich anfühlen muss, mit anzusehen, wie der eigene Erzfeind Erfolg hat, wo man selbst gescheitert ist. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Scheint super zu funktionieren, die Taktik. Ich frage mich, ob die Foltertaktik des Scheiterns noch funktioniert, wenn man darüber Bescheid weiß. Also viele Dinge werden ineffektiv, wenn man darüber Bescheid weiß. So, ich esse jetzt erstmal das Grüne. Erhöht auch maximal das Leben und Ausdauer. Eine Stunde lang 139 Sekunden. Aber was macht das, wenn wir maximal... Ach, das ist genau das Gleiche. Das ist einfach nur... Alter Schwede. Was macht das hier? Erhöht maximal das... Also das blaue Zeug ist wahrscheinlich das Beste. Die Leberwursttorte. Leberwursttorte? Ernsthaft? Ich hab gelernt, man Rindfleischpartite macht. Hey. Oh Mann, das ist noch besser. Die Wildfleisch ist sehr stark. Die ist Level 25, die ist 15. Ja, dann nehme ich natürlich erstmal die gute, würde ich mal sagen. Hat ja auch... Warte, ich muss die noch essen, wa? So, buff die jetzt. Ist der Buff jetzt drauf? Ja. Der Buff ist drauf. Wunderprächtig. Ja, das ist wahrscheinlich einer der wenigen Gründe, warum man in einer Gruppe spielen muss, damit nicht jeder Koch werden muss und man schön das, sich das Essen teilen kann. Oder man hat... Ja, das Wasser. Warum mache ich sowas überhaupt? Ich sollte mich echt dran gewöhnen, dass ich nicht jeden Scheiß mitnehmen sollte. Bin ich aber sehr gespannt, was uns die nächste Halle der Qual bietet. Lecker Leberwurst. Bitte gebe ich mir zu dem Thema. Ach, guck mal, jetzt sind wir schon mal wieder hier. Warte, ich mach mal kurz hier, zack. Ich finde das hier immer sehr episch eigentlich. Das ist eigentlich hier ein bisschen Screenshot. Es scheint, als hätten wir unerwünschten Besuch in den Hallen der Qual. Dann wollen wir ihn einmal willkommen heißen, ja? Ich weiß nicht, also, Nahkampf ist halt immer noch... Verdammt, ich kann nicht abdrücken, wenn ich das Mühe ausgeblendet habe. Ich kann zwar zaubern und alles, aber das geht... Und das ist ja auch ein Skelett, oder? Euer Freund hatte stets die Möglichkeit, sich selbst zu befreien. Er muss doch nur das Versteck des Amuletts der Könige verraten. Dann könnt ihr alle fröhlich eure Wege ziehen. Danke für die Info, dass er es noch nicht getan hat. Das ist ja super. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Wasserfälle. Ja gut, die sind ein bisschen eisig, aber was soll's. Man kann ja nicht alles haben. Ich sehe leider nicht, wie viel Mana ich noch habe, wenn ich das hier mache. Aber ich müsste jetzt ja theoretisch mehr Mana haben. Also auf einmal ist es doch relativ einfach mit guter Ausrüstung. Ja, hätte ich wahrscheinlich 5 Stunden lang gegrindet und Zeug zusammengesucht, hätte ich wahrscheinlich auch mal so eine Ausrüstung. Ist das eine verschlossene Truhe? Oh no. Na gut, gehen wir mal mit. Wie viel Platz im Moment habe ich eigentlich schon wieder? 84. Ich alter Horder! Alles voll. Neonfisch kann bunt schreiben. Na, ich schaue gerade über Handy. Vielleicht geht's da nicht. Für Handy habe ich keine Ahnung, ob es geht. Ich weiß nur, dass die Twitch-App total hoch ist. Genießt eure Aufmerksamkeit. Denn ihr werdet die Hallen der Qual nicht lebend verlassen. Ich lebe sowieso nicht. Ich glaube, zum Leben braucht man zwingend eine Seele und die habe ich nicht. Insofern ist hier Leben verlassen war sowieso nicht mein Plan. Ich wollte die Untot verlassen. Bin ich ja schon die ganze Zeit. Ach, ist hier noch ein Skelett? Ich sehe immer nicht die ganze Zeit hier. Ist hier auch nicht... Salzreis. Was soll ich denn mit Salzreis? Außer kochen, aber ich möchte nicht kochen. Dann fange ich jetzt nicht mal an. Das ist... Sag mir einfach, wo das Amulett ist und wir können für immer zusammen sein. Die Kammer der dunklen Verführung. Wo ist das Amulett der Könige? Nikolas macht auch wieder mit. Wunderprächtig. Sei, mein Herr. Wo ist das Amulett? Wenn du es mir sagst, ist das alles vorbei und wir können endlich zusammen. Eindringlinge, Sie sind hinter dem Amulett her. Finde einen Weg, um Lyris Schild zu zerstören.
Meine Schwestern werden sich um dieses Ungeziefer kümmern. Sie scheint Kraft aus diesen Steinen zu ziehen. Zerstört sie! Schnell! So. Parkour und Scharf, Digga. Sukubi! Yay! Hast du diese Gedanken aus Sais Kopf geholt? Ich verstehe das nicht. Und? Die sehen ein bisschen aus wie die Schlüsselsteine. Von Verführerin, naja. In voller Ausrüstung sehen nicht so besonders verführerisch aus. Ich werde diese Eindringlinge töten und dir ihre Köpfe bringen, mein Herz. Aha. Ach, das ist er ja. Uah. Ich komme nicht durch, das ist ja schade. Darf ich mich jetzt nochmal bewegen? Warum muss ich mit Lyris nochmal reden? Das bin nicht ich. So bin ich gar nicht. Ach nicht? Warum tut sie so, als wäre sie ich? Wir müssen diesen Schild vernichten. Wenn ich mit ihr fertig bin, wird es nicht einmal mehr eine entfernte Ähnlichkeit zwischen uns geben. Könntest du dir ein Pferd mit Traglasterweitung kaufen? Oder ich könnte mir erstmal Rucksäcke kaufen. Weil nämlich noch sind Rucksäcke, billiger als Pferde. Aber das einzige Problem ist, ich könnte auch Zeug in der Bank abliegen, das ist richtig, aber das müsste ich auch mal machen. Dinge, zu denen ich natürlicherweise zu faul bin. Ja, so ein Nahkampf ist ja schon mal ganz witzig. Dann sieht sie so aus wie ich. Ja, warum wohl? Weil sie damit was erreichen kann. Und Magie. Der hätte mich jetzt ernsthaft interessiert. Es gibt noch mehr von diesen Dingern. Och, es sind ja sogar vier. Ich hätte mich ja wirklich interessiert, was Tarn gesagt hätte, wie ich den mitgenommen hätte. Schade, dass man hier keine Möglichkeiten ausprobieren kann. Oh. Wollte ich gar nicht, aber gut, mach mal. Upsala. Außerdem habe ich auch so ein Gerüttet. Das war gar nicht der Plan. Hallo Sasri, grüß dich. Sternmetall. Ach komm, als ob ich jemals was anderes schmieden würde als Hochelfenzeug. Oh, frittierter Salzreis und 6 Gold. Und noch so ein Ding. Wo ist sie eigentlich? Sieht die Lyriska? Ach, da ist sie, da sitzt sie. Sitzt ja. Ist auch ein sehr entspannter Ort. Kann ich das Buch gelesen? Nö, schade. Na gut. Dum 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 dum. Na? Ich bin Magier. Warte mal, ich kann auch meinen Blitzschutz abzaubern. So ist es nicht zwischen Sai und mir. Noch nicht. Vielleicht wird da ja noch was draus. Ja, doch, also irgendwie fühle ich mich doch besser ausgerüstet als vorher, muss ich sagen. Ach ja. Ah, der Theoretiker ist auch da. Ich hab da vorhin schon mal geschrieben. Sicher sein, mein Herz. Aha, warte, jetzt gehe ich mal wieder. Warum habe ich eigentlich Ausdauertränke? Ich wollte eigentlich Lebenstränke machen, na gut. Aber Lyris ist alleine. Wahrscheinlich ist er gleich wieder weg, oder? Das ist, der sieht doch ein bisschen aus wie eine Illusion, halt das Gefühl. Aber hier Lyris, mach mal nicht, das ist total doof. Also Kämpfe gegen starke Gegner sind mit... Ja, ich glaube, gegen schwache Gegner fahre ich tatsächlich besser, wenn ich mit Schwert und Schild kämpfe, weil ich dann blocken kann. Beziehungsweise, glaube ich, generell mehr Rüstung habe. Aber gegen starke Gegner ist der Stab einfach überlegen. Schon deswegen, weil ich das die ganze Zeit CC'en kann. Also nicht nur damit. Festmahl! Uch! Doppelgegner auf dem Lyris. Die auf einmal in der Wand steht, was total doof ist, weil ich die ja nicht angreifen kann. Das wird jetzt sehr schwierig, diesen Boss zu töten, wenn der da weiterhin in der Wand steht. Ey, das ist jetzt richtig dämlich. Macht das überhaupt Schaden? Wenn das hier keinen Schaden macht, habe ich gleich ein echtes Problem. Teleportiert die vielleicht hinter mir her, wenn ich weit genug wegrenne? Vielleicht? Oha, ich glaube, ich habe das Spiel verbuggt. Oha. Oh ja, ich habe das Spiel verbuggt. Das ist schlecht. Existenz 31. Hey, Sasri is now hosting for you, you for one viewer. Das ist ja nett. Hä? Wo sind jetzt hin? Eindringlinge. Sie sind hinter dem Amulett her. Ach, sie ist realisiert. Keine das ist ja, Sorge, mein das ist ja wunderbar. Meine Schwestern werden sich um dieses Ungeziefer kümmern. Da habe ich jetzt auch nochmal Glück gehabt, dass das nochmal passiert. Wenn das jetzt richtig schief gelaufen, sage ich mal. Das ist... Muss ich zwar nur das Normal umhauen, aber... Wie lang meine Mana-Leiste mit dem Buff-Zeug ist. Das ist ja schon ganz nett, sag ich mal. Ja doch, das ist schon ganz angenehm. Sorry, I don't understand, I'm French people. Oh. Yeah, I'm very sorry about it. But, je ne parle français? Also, I totally don't speak French. I just learned for 4 years and I forget everything what I could possibly know about French. So, I'm very, 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 very sorry. Lisa can be my... Huh? What is this? Fuck. Was ist das denn? Schmaus? Egal, aue! Ich hau einfach so lange aue raus, bis es hier umkippt. Ah! Aber Mana ist auch alle, können wir jetzt in den Nahkampf übergehen. Ich will doch anders wieder fliegen. Bam, 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 bam. Ich ulte fröhlich, weil es Spaß macht.
Ach, jetzt kommt hier der Mistlord. Das ist jetzt in der letzten Sekunde kommt das Fino auf die Idee, so einen Mist zu machen. Schon wieder zu spät. Komm, mein Tierchen. Zeit Nein. für die nächste Sitzung. Bleib hier! Ach. Naja. Ja. Kommentare dazu? Der Schild ist unten. Holen wir sie uns! Ja, das hatten wir schon. Wenn ich Manny Marco in die Hände bekomme, schlitze ich diesen Verräter von oben bis unten auf und wasche mir die Hände in seinem Bauch! Okay, ich verstehe nicht, warum hat dieser ein Ja wie ihr? Woher genau. soll ich das wissen? Sai und ich sind Freunde. Gute Freunde, mehr nicht. Gute Freunde, so, so, ne? Sie haben diesen Gedanken aus Sais Kopf geholt, oder? Was? Nein! Unsere Freundschaft beruht auf Ehre und Treue und nicht auf törichten Liebeleien. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht so anblaffen. Das kommt alles nur so unerwartet. Es verwirrt mich. Ich glaube, wir sind soeben so Manny Marcos Herzogen der Pein begegnet. Der werde ich zeigen, was wahres Leid ist, wenn ich ihr meine Axt in den Schädel schlage. Lasst uns weitergehen. Und hört zu, behaltet diese ganze Sache bloß für euch. Ich brauche etwas Zeit, um herauszufinden, was das genau bedeutet. Dass du 1A bei Saisan landen kannst, Mädel. Der will dich. Da musst du gar nicht mehr großartig fragen, da kannst du direkt zur Sache gehen. Wo ist denn jetzt eigentlich die nächste beste Tür? Tür? Sternmeter-Video, ne? Moment. Also, es sieht hier übrigens auch ganz schön aus. Also, man kann ja über ihr so viel sagen, aber solange man weit genug weg von den Texturen steht, sehen die gut aus. Da muss ich denn jetzt eigentlich lang? Ich muss da lang. Okay, alles klar. Ich hätte vielleicht mal früher die Map... Sasri ist eine Katze, ist ja auch interessant. Siehst du, ich muss mich mal drehen. Wir bekommen nicht viel Besuch hier in den Hallen der Qual, aber wir haben immer Platz für ein paar neue Dauergäste. Dauergäste, aha. Ich muss euch dringend mal mein Kingo-Kostüm zeigen. Ich hab von einer so Freundin als Geschenk bekommen. So viel Ehrgeiz, so viel Tapferkeit. Zu schade, dass wir euch bei lebendigem Leibe häuten und eure Eingeweide verschlingen werden. Ich sollte übrigens nicht andauernd durch die Fallen rennen, das ist unklug. Und vor allem fällt mir gerade nicht, ich habe immer noch keine Heiltränke auf meine Taste gelegt. Das sollte ich dringend tun. Und tot. Was ein bisschen schwierig ist, weil ich gar keine Heiltränke mehr habe. Doch, hab ich noch. Habe ich die auch geschenkt bekommen? Nein. Jetzt hier. Habe ich noch mehr? Was greift mich, glaube ich, an, oder? Ach nee, Lyris steht auf einer Falle. Ha! Ja, Lyris, da bist du. Sternmetall, was soll ich denn mit Sternmetall? Adamant brauche ich. Nee, was brauche ich überhaupt? Ich brauche zum Handwerkeln, brauche ich doch, Adamant brauche ich, doch, Adamant. Noch eine Truhe, ach komm. Ich höre jetzt auf, das Truhenlooten bringt's einfach mal gar nicht, da kommt nie was bei rum, nie. Narren, Zeit hat in den Heilen der Qual keine Bedeutung. Nicht? Ob es nun ein Tag oder 1000 Jahre dauern mag, Saisahan wird gebrochen werden. Ja, aber Manny Marco lebt, na gut, Manny Marco ist glaube ich totbeschwörter, der müsste wahrscheinlich auch relativ lange leben, aber solange jemand weiß, genommen. Ach, weg damit. Niemand will das Ding haben. Je länger Zeit die sich lassen, desto mehr Zeit ist ja, dass andere Leute hier kommen und... Also, das können sich ja mehr Leute noch sammeln. Ich meine, Helden werden ab und zu noch mal geboren und dann, stell sich vor, hier würde auf einmal so ein Drachenblut vorbeikommen. Oh, die Kammer der Pein. Das Amulett der Könige. Wo ist das Amulett der Könige? Das kann alles vorbei sein, wenn du es mir einfach sagst. Dann kannst du dich endlich ausruhen. Das würde dir doch gefallen, Sai. Ich habe mir das Gefühl, war dass ich 2 oder 2000 Jahre hier? Ich kann es nicht mehr sagen. Aber ich werde niemals brechen. Niemals. Na gut, dann. Wer wagt es, der Herzogin der Pein zu trotzen? Ups. Ich werde euer Herz herausreißen und euch davon speisen lassen. Welchen Tod bevorzugt ihr, Sterbliche? Langsam und schmerzhaft oder schnell und schmerzhaft? Gar nicht. Ging ich gut. Denke, ich werde euch schnell töten, dann wieder auferstehen lassen und euch langsam töten. Eine Ewigkeit der Pein. Es wird wunderbar sein. Sicherlich. Ach, das ist ja schon. Die hat so. Ach, die ist auch. Die ist einfach nur. Auch die sind nur normales Dings. Ich dachte, die wäre so ein Schlangenvieh. Langweilig. Ja, ich hol sie selber zurück. Damage over time. Bla 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 bla. So simple. 14 Gold? Mehr hat die nicht verdient in all den Jahren? Ja, gut. Da sehen wir es wieder, die Reinigungskosten.
Hättest du mal öfter so gequält, denn wären die Reinigungskosten nicht so hoch gewesen. Jetzt toll. Nun gut, wie immer sei, Reinigungskosten haben wir auch in der nächsten Folge noch, wenn es dann wieder heißt, Elder Scrolls Online. Bis dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich sehr gerne über einen Kommentar oder Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.